Hebamme Anja Panek führt gerade Hanno Fischer, dessen Mutter und das schwangere Au-pair der Familie durch den Kreissaal. Lediglich die Ruhe vor dem Sturm, wie sich schon sehr bald auf dramatische Weise zeigt. Also das hier ist unsere Geburtsinsel, ja, wo man verschiedene Möglichkeiten der Geburtsposition wählen kann. Ne? Sie können sich hier aufknien und dann hier ablehnen. Wenn Frauen oder Paare ihr Kind erwarten, dann dürfen sie oder sollten sie sich natürlich auch den Ort anschauen, an dem ihr Kind zur Welt kommen soll. Dafür bietet sich eine Kreißsaalführung an. Die machen eigentlich alle Kliniken. Da macht man vorher einen Termin aus und dann kriegt man im Kreißsaal alles Wichtige gezeigt und erklärt, damit vorige Fragen schon geklärt werden können. Das sieht sehr, sehr schön aus. Also hier würde ich auf jeden Fall gebären wollen. Das ist schön. Ja. Ja, aber eine Hausgeburt ist ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Warum nicht? Doch sicherer. Ja, aber ich meine, zu Hause ist es einfach ein bisschen intimer und familiärer. Du hast halt nicht so diese Umgebung. Hanni. Es ist, zu Hause ist doch einfach viel familiärer. Ich meine, Kevin ist auch so zur Welt gekommen, weißt du doch. Und ja, da ist doch alles okay gewesen. Aber was geht es dich an? Ich sag mal, sie ist ein selbstständiger Mensch, sie ist erwachsen, sie ist nicht deine Frau. Ja. Sie ist Au-pair-Mädchen, sie ist als Au-pair-Mädchen vor einem Jahr zu uns gekommen. Okay. Und wir bemühen uns alle um sie. Dann ist sie ungewollt hier schwanger geworden. Aber hauptsächlich sind wir auch wegen Eva hier, also wegen meiner Frau. Ne? Ich meine, deswegen auch die Begebenheit. Ja, die kommt gleich. Kind, ich oder? Die hat sich ein bisschen verspätet. Sie ist schwanger, ihre Frau? Genau, oder? Richtig. Also sind ungefähr im gleichen Zeitraum. Ich dachte, erst sie wären ein Paar. Nein. Okay. Das ist, wie gesagt, unser Au-pair-Mädchen. Okay. Also grundsätzlich ist das die Entscheidung der Frau. Ja, es gibt sicherlich Frauen, die sehr gut mit ihrer eigenen Hebamme zu Hause ihr Kind in guter und gewohnter Atmosphäre gebären wollen und können. Und dann gibt es halt Frauen, die so ein bisschen die Sicherheit von der Klinik brauchen, die auch wissen wollen, oh, okay, mein Kind wäre im Notfall auch gut versorgt, dadurch, dass Kinderärzte da sind. Ja, und da muss man einfach schauen, welchen Typ Frau habe ich denn da vor mir oder neben mir stehen und was sind denn ihre Bedürfnisse? Und wenn sie das Bedürfnis hat, sicher in einer Klinik zu gebären, was nicht heißt, dass eine Hausgeburt nicht sicher ist. Sie ist genauso sicher wie in der Klinik, aber das ist halt auch oft eine Kopfsache, ne, von den Frauen. Dann soll sie halt in der Klinik ihr Kind bekommen. Ja. Allzu viel Zeit zum Überlegen haben sie eh nicht mehr, ne, so wie ich das sehe. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil zu Hause ist es einfach ein bisschen ruhiger und vielleicht angenehmer. Ja, der Herr Fischer hat hier eigentlich gar kein Mitspracherecht, weil er ja auch nur die Begleitung von der Frau Petro war oder ist. Und von daher hat ihn das eigentlich gar nicht zu interessieren. Zumal er ja selber auch noch mal mit seiner Frau auch in Zukunft, also die kriegen auch in Kürze ihr Kind. Und ich denke mal, das kann er bei seiner Frau gerne thematisieren, aber nicht bei der Frau Petro. Alles okay? Ich habe nur Bauchschmerzen, also von dem ganzen Stress, vielleicht noch was falsch gegessen. Und vielleicht einfach hinsetzen oder sowas? Nee. Will ich nicht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich würde gerne auf Klo wenden. Ja. Ja. Dann würde ich vorschlagen, ich wollte Ihnen ja eh noch die Wöchnerinnenstation zeigen. Ja, ja, ja. Und dann können Sie da einmal auf die Besuchertoilette gehen. Ach, das wäre lieb. Dann kommen Sie mal rein. Als die Gruppe auf die Wöchnerinnenstation kommt, knöpft sich Andrea ihren Sohn vor. Die Köchin findet Hannos Verhalten gegenüber Au-pair Lena übergriffig. Die Diskussion endet abrupt, als verspätet die schwangere Frau des 37-Jährigen erscheint. Ach, das ist Eva jetzt. Oh, da kommt Eva. Tut mir leid, ich bin zu spät. Ah, da sind Sie. Auf Sie haben wir gewartet. Ja. Hallo, Andrea. Tut mir leid, ich bin zu spät. Hallo. Ich wollte auch so gerne den Kreißsaal sehen. Genau. Und ihr wart jetzt schon? Ja. Wir kommen gerade von der Kreißsaalbesichtigung. Ja. Wir wollten jetzt uns einmal die Wöchnerinnenstation angucken. Okay. Wo ist die Lena? Die ist gerade auf Toilette, hier ging es genau, nicht so gut. Okay. Die hat ein bisschen Bauchschmerzen, Magengrummeln gehabt, sagt sie, hat vielleicht was Falsches gegessen. Okay, ihr ging es gerade nicht so gut. Genau. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Okay, ja. Moment. Okay. Ach du lieber Himmel. Abnabelungsbett, Handtücher! Eine Sturzgeburt ist eine Geburt, die wirklich so schnell vonstatten geht, dass im Endeffekt das Kind da durchrauscht durch den Geburtskanal und man kaum noch Möglichkeit hat, irgendwie was aufzufangen. Das sind Minuten, wirklich nur noch Minuten. Was ist Lena, passiert? Ach du lieber Himmel. So, ganz ruhig. So, ich kümmere mich jetzt erstmal um ihr Kind, okay? So, einen Moment, alles gut. Alles gut. Mein Kind!
So, danke. Wenn ein Baby durch eine Sturzgeburt auf die Welt kommt und fällt dann auch noch tatsächlich 30, 40 Zentimeter tief, dann kann sich das Kind natürlich starke Verletzungen zuziehen. Das heißt, Schädelverletzungen sind nicht ausgeschlossen, vielleicht auch eine Gehirnblutung, weil die Gefäße noch sehr, sehr zart sind und durch jede kleine Erschütterung können die anfangen zu bluten. Und es kann auch die Nabelschnur abreißen, je nachdem, wie kurz die ist. Und dann ist natürlich akute Lebensgefahr für das Kind. Ja, gleich. Warte. Für die Mutter, die natürlich gerade ihr Kind per Sturzgeburt geboren hat, haben wir natürlich auch die Gefahr, dass sie verbluten kann durch abgerissene Nabelschnur, durch den Zug, der da auf, ne, das ist eine Schwerkraft, dass sich die Plazenta von der Gebärmutterwand gerissen hat. Und das ist natürlich auch ein absoluter Akutfall, wo die Frau auch definitiv, wenn nicht schnell geholfen wird, verbluten kann. Ich bring das Kind zu dir. Du bleibst hier, ich hol die Ärzte. Erklärung später. Sturzgeburt auf Toilette. Oh, die Frau sitzt noch auf dem Klo. Einmal drum, okay. Ich gehe zum Kinderarzt. Alles gut. Ach, ist das das Baby? So, hallo. Was ist bei euch los? Oh je. Sie war bei Kreislaufrichtung, glaube ich. Alles klar. Alles okay? Ja, pass mal auf, da hinten ist ein Handtuch. Hol du mal ein Bett. Genau. Okay, alles klar. Guck mal. Wo ist mein Kind eigentlich? Claudia, alles in Ordnung. Das Kind wird versorgt. Ich guck mal. Was ist passiert? Okay. Es war sehr wichtig herauszufinden, welche Verletzungen Frau Petrov bei der Sturzgeburt davon getragen hatte. Ich musste sofort schauen, wie stark die Blutung war und ob sie selber kreislaufstabil war. Dies war Gott sei Dank der Fall, sodass ich dann die Patientin unter relativer Ruhe in den Kreissaal bringen konnte. Ist alles okay? Wir fahren ja gerade rüber in den Kreissaal. Genau. Ne? Mal gerade die Schuhe aus. Mitgehen? Einfach die Schuhe aus und dann. Nee, Sie bleiben einfach jetzt mal da. Ist mit dem Kind alles okay? Das können wir Ihnen nachher sagen. Ja, wir sehen es gleich. Legen Sie sich mal hin. Alles in Ordnung. Ne? Haben wir das jetzt geschafft? Alles gut. Wir sind da. Wo ist mein Kind? Weißt du, die Claudia fährt mit dir mit. Ne? Wir fahren sofort rüber. Geht's Ihnen gut? Claudia fährt mit. Ich kümmere mich hier rum. Sie bleiben bitte da, okay? Ja, Mensch. Ja, hallo, hier Schwester Nicole. Ja, ihr müsst hier mal unbedingt hier zu unserer Station kommen. Wie geht's dem Kind? Ich war jetzt wirklich sehr überrascht, dass dieser junge Mann mich ansprach und immer ständig wissen wollte, was mit dem Kind los ist. Ich meine, wir hatten ja gerade noch alle Hände voll zu tun. Die Toilette musste schnell gereinigt werden. Ich musste eigentlich jemanden anrufen, dass sie hier hinkommen, weil das natürlich auch aus hygienischen Gründen nicht geht, dass hier alles voller Blut bleibt. Und deswegen habe ich ihm gar nicht so richtig zugehört. Das Kind ist von mir, das konnte ich jetzt wohl nicht so sagen, aber ich bin der Vater, ja, ich bin der biologische Vater. Die Situation war wirklich sehr besonders hier, es war eine Notfallsituation und als dann die Nachricht kam, dass er der Vater war, war ich jetzt noch mehr verwirrt und habe ihn erstmal gebeten, Platz zu nehmen. Das Geständnis des verheirateten Kindsvaters hat seine Mutter unfreiwillig mitgehört und ist erschüttert. Gleichzeitig sorgt sich die 57-Jährige um ihre ebenfalls hochschwangere Schwiegertochter Eva, wenn diese erfährt, dass ihr Mann auch der Vater von Opia Lenas Baby ist. Ich hoffe ja, dass mich das in ein paar Wochen nicht auch erwartet. Also ganz ehrlich, seitdem ich hier arbeite, hatten wir das noch nie gehabt, ne? So einen Fall. Ja, okay, also, dann ist ja gut. Weil das wäre es ja dann noch, ne? Das möchte ich nämlich nicht unbedingt mit dem Baby. Ach, Andrea, muss das denn sein? Musst du mir einfach an den Bauch fassen? Das macht man nicht. Ich bin doch immer Fremdes. Ja, trotzdem, das macht man nicht. Da verstehe ich deine Reaktion. Alles okay bei Ihnen? Ein bisschen schlecht. Sagen Sie mir Ihren Namen nochmal. Fischer war das, ne? Ja, alles gut? Ja, alles okay. Ja, also war vielleicht auch alles. Mir ist gerade ein bisschen schlecht. Ja. Ach, hallo. Ja, mir ist gerade ein bisschen schlecht. Ich bin hier nur über den Bauch gefahren, aber deiner Frau. Die ganze Aufregung jetzt hier. Und sind alle ein bisschen durcheinander. Bei Schwangeren ist es ja oftmals so, dass Leute umherum die Distanz verlieren und immer ständig über den Bauch streicheln. Und die eine mag es, die andere mag es nicht. In dem Fall fand ich jetzt, es war die zukünftige Oma. Und dass da so eine Distanz war, das konnte ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, ich glaube, ich gehe nach Hause. Ich bin hier eh nicht erwünscht. Außerdem möchte Andrea in Ruhe überlegen, wie sie mit der verfahrenen Situation umgehen sollte und will. Eine Entscheidung fällt der 57-Jährigen hingegen leicht. Als Oma will die Köchin auch für das uneheliche Kind ihres Sohnes da sein und stattet Opia Lena deshalb tags darauf einen Besuch ab. Ich glaube, wir müssen gleich mal reden. Wieso? Okay. Ist doch alles gut? Ich glaube weniger. Wieso? Was ist denn? Was möchtest du? Ich meine, du weißt, dass deine Frau schwanger ist.
Ich habe die Vermutung, dass du ein Verhältnis hast. Ach, Verhältnis? Wie kommst du darauf? Ich glaube, dass das dein Kind ist. Ich habe was mitbekommen. Ach, Andrea, ich weiß gar nicht, was du jetzt hier überhaupt mitbekommen hast, ja? Natürlich habe ich das mitbekommen. Ja, warum bist du überhaupt hier? Weil ich sie besuchen will, auch das Kind, ja. Weil es dann auch mein Enkelkind ist. Wie kommst du jetzt überhaupt auf Affäre, Hanno? Was erzählt deine Mutter für einen Quatsch? Echt? Ja, ich habe es mitbekommen, dass er... Was hast du denn mitbekommen? Dass er gesagt hat, dass er der Vater ist. Ja, wie der Vater ist? Woher willst du das denn mitbekommen haben? Wo du bei der Schwester gestanden hast, im Flur. Was soll das denn jetzt hier? Was ist überhaupt hier los? Ja, was diskutierst du jetzt überhaupt rum? Ja, was mischst du dich überhaupt ein? Weißt du was? Nein, lass mich! Ich kann das nicht mehr! Ich will das auch nicht mehr! Weißt du, nein! Ich habe das die ganzen Monate jetzt durchgestanden! Nein, verdammte Scheiße! Ich hab darauf keinen Bock mehr! Weißt du das? Ja, da hast es! Ha! Jo, das staunte ich auch nicht schlecht, was ich alles erlebt habe in den letzten Stunden. anscheinend hat sie die ganze Schwangerschaft nur gespielt und war scheinschwanger. So, das war die junge Dame. Frau Fischer, stopp jetzt. Nee, stopp. Also das ist nicht ihr Kind. Sie dürfen jetzt nicht einfach das Kind hier rausreißen. Wie, lass es sein. Wir haben doch alles geklärt. Das ist mein Baby. Also die ganze Stimmung auf dem Zimmer war schon sehr angespannt und als dann auch die Frau Fischer auf das Baby stürmte und es unbedingt haben wollte, habe ich mich auch wirklich zurückgezogen, weil Anja hat das wirklich sehr gut unter Kontrolle gehabt und sie musste jetzt auch den Ton angeben, deswegen war ich da jetzt fehl am Platz, aber es war wirklich schon sehr, sehr komisch und bedrückend alles. So, das Kind gehört zur Mama. Mama, das ist alles geklärt. Das ist mein Kind. Es ist aber jetzt mein Kind. Es ist dein Kind. Ja, so was mir auch tut, aber... Ich kann das nicht. Was kannst du nicht? Ja, ich kann das nicht einfach. Das. Aber Eva, ich muss. Was kann dir gehen? So. Was fällt dir jetzt ein? Wir hatten eine Abmachung. Lass dir das doch noch mal durch den Kopf gehen. Das ist mir jetzt egal, was wir alles abgesprochen haben. Aber ich werde das Kind behalten. Die ist mein eigenes Fleisch und Blut und ich habe Gefühle für sie entwickelt. Ich kann es nicht einfach so abgeben. Lena, das ist mir egal. Wir haben das verabredet und du weißt genau, wie lange ich mir schon ein Kind wünsche, ja? Ich weiß, das ist mein Kind. Es tut mir unfassbar leid. Die ganze Zeit laufe ich mit diesem Bauch rum, um das nachzuempfinden, ja? Und das ist mein Kind. Es tut mir leid, Eva, aber geht nicht. Es ist mein Kind und auch mein Kind bleiben. So leid es mir auch tut. Und dein Geld kriegst du auch wieder zurück, was wir abgemacht haben, den Deal. Also Leihmutterschaft ist in Deutschland gar nicht genehmigt. Das heißt, wenn man sich wirklich entscheiden sollte, über eine Leihmutter ein Kind zu bekommen, müsste man das im Ausland machen, wo es eben definitiv dort erlaubt ist. Ich bin total entsetzt. Lena ist vor einem Jahr als Au-pair zu uns gekommen. Sie sollte sich eigentlich um meinen Sohn Kevin kümmern, den ich aus der ersten Beziehung mitgebracht habe. Und sie hat das mitbekommen, dass wir beide unbedingt ein Kind haben wollten und schon so lange einen Kinderwunsch hatten. Und Eva kann halt keine eigenen Eizellen produzieren und konnte deswegen nicht schwanger werden. Und Lena hat das mitbekommen und hat uns dann ein Angebot gemacht für eine Leihmutterschaft. Ich wünsche mir so gern ein eigenes Kind. Und es war einfach, wir haben alles versucht und es ging nichts. Und ich bin so jung und wünsche mir unbedingt ein eigenes Kind. Also sie war nicht in Wirklichkeit schwanger. Nein. Im Endeffekt ist es dann so gekommen, dass die Frau Petrow allen Beteiligten gesagt hat, dass sie das Kind auf jeden Fall behalten wird. Und damit kam Frau Fischer überhaupt nicht klar. Das war natürlich dann auch wieder sehr emotional, was ich auch wiederum nachvollziehen kann. Sie hat sich so unglaublich auf das Kind gefreut. Aber ich verstehe auch hier die leibliche Mutter, weil die Gefühle kommen oftmals erst nach der Geburt, dass dann auf einmal, oh mein Gott, das ist ja mein Kind und nein, das gebe ich nicht mehr her. Von daher, ich kann beide Seiten ganz gut verstehen. Dennoch muss ich sagen, ist es natürlich so, dass wenn sie jetzt dieses Kind behalten will, es natürlich ihr gutes Recht ist, ne? Das Kind hat keine Verletzung davongetragen, sodass wir Mutter und Kind wohl in Kürze gesund und munter entlassen können. Ich wünsche dem Paar Fischer, dass sie irgendwie noch zu ihrem Wunschkind kommen, vielleicht auch durch eine Adoption. Und der Frau Petrow wünsche ich natürlich auch mit ihrem Kind alles Gute und vor allen Dingen, dass die Partnerschaft trotzdem, dass er jetzt auch der Vater geworden ist, der Herr Fischer, trotzdem bestehen bleibt. Hanno hat für Lena und das Baby eine Wohnung organisiert und zahlt Unterhalt. Oma Andrea unterstützt die junge Polin ebenfalls und ist immer für ihr Enkelchen da.
Eva hat sich therapeutische Hilfe gesucht und schließlich mit ihrem Mann auf legalem Wege ein Kind adoptiert. Der 6-jährige Kevin aus einer früheren Beziehung des Vaters liebt seine beiden Geschwister über alles.